Willkommen zu einer weiteren Einheit des Arbeitsbuchs Makroökonomik und Wirtschaftspolitik. Heute mit einer Einheit zum Devisenmarkt. Schauen wir uns die Aufgabe mal kurz an. Welche Effekte ergeben sich durch Inflation, wenn ein fixer Wechselkurs vorliegt? Nehmen wir der Reihe nach vorn. Das erste, was wir wie gesagt haben, Inflation steigt, Preise steigen an, Währung verliert an Kaufkraft. Das heißt, wir können uns kontinuierlich weniger für unser Geld leisten. Das bedeutet aber auch, wenn unsere Währung weniger wert wird, werden wir letzten Endes unser Einkaufsverhalten ändern. Wir werden, wenn es im Inland teurer wird, mehr ins Ausland übergehen. Das heißt, das Verhältnis Exporte und Importe wird sich ändern. Und dementsprechend, wenn wir vermehrt im Ausland nachfragen, weil es im Inland teurer wird, wird natürlich unser Geld weniger benötigt, dafür aber mehr Devisen, damit wir im Ausland ankaufen können. Das heißt, wir werden verstärkt Devisen nachfragen und unsere Währung anbieten. Das heißt, es gibt ein Überangebot der einländischen, der einheimischen Währung. Wenn wir jetzt ein Überangebot der einheimischen Währung haben, kommt es zu einem entsprechenden Druck auf den Wechselkurs. Das heißt, wir haben einen Abwertungsdruck, weil wir zu viel inländische Währung im Verhältnis zur ausländischen Währung haben, die ja stärker nachgefragt wird. Jetzt kann es aber zu keiner Abwertung kommen, weil wir einen fixen Wechselkurs haben. Das heißt, die Zentralbank wird an dieser Stelle einschreiten. Was macht die Zentralbank? Die wird letzten Endes versuchen, die Geldmenge zu reduzieren, und das macht sie, indem sie Devisen anbietet. Das heißt, sie bringt Devisen auf den Markt, bekommt dafür inländische Währung, reduziert also die inländische Geldmenge. Das heißt, wir haben hier restriktive Geldpolitik. Reduziert die Geldmenge, das heißt, wir haben weniger Geld auf dem Markt. Das bedeutet aber andererseits dann auch, je nachdem, welchen Schritt wir folgen, dass wir entweder eine Reduktion des BIPs haben, zum Beispiel über Quantitätsgleichung, beziehungsweise, dass wir jetzt noch einen Schritt weitergehen können, wenn wir weniger Geld zur Verfügung haben. BIP sinkt, steigt auch unser Zinssatz. Weniger Geld, wird der Wert des Geldes wieder ansteigen. Das heißt, wenn ich mir Geld leihen möchte bei der Bank, muss ich einen höheren Preis dafür zahlen. Dementsprechend einen höheren Zinssatz, den ich zu tragen habe. Und das wäre es dann soweit auch zu dem, was passiert, wenn wir jetzt einen Anstieg der inländischen Inflation haben. Das heißt, er wirkt sich letzten Endes aufs BIP und auf den Zinssatz aus. Das BIP wird sinken, der Zins wird steigen. Das beendet dann auch schon diese Aufgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten hieraus etwas für sich mitnehmen. Weitere Videos in dem Stil. Weitere Videos auch zu dem Arbeitsbuch finden Sie in der entsprechend zugehörigen Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.